Hey, herzlich willkommen zurück zu Bionalo bei Green Project. Ja, ich versuche immer noch hier zu überleben. Wir müssen da ziemlich im. Oh, 2 Tage, ups. Da habe ich Essen in der Truhe vergessen. Das ist nicht so schön. Na, 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 na. Hat ja keiner gesehen, also ist es nur halb so schlimm. Oh Gott, 5 Tage. 5 Tage. 2. Na gut, dass ich es noch gefunden habe, ne? Wäre jetzt ein bisschen doof geworden. Ich meine, diese kleinen Monster zu erlegen, ist ja nicht so einfach. Hier ist nochmal. Ich habe schon wieder überall das Gras verteilt, ne? Das sollte ich nicht so lassen. Da sieht nachher keiner mehr durch. Also den vollen Stack lasse ich hier. So, damit spart man Platz, wenn man mal die Sachen alle in der Hand nimmt und mal guckt, was man wovon noch hat. Baumwollsamen. Wir brauchen so dringend Baumwolle, dass ich bereit bin, um 3 Uhr morgens aufzustehen und festzustellen, dass es noch dunkel ist. Na gut, es ist zu früh. Ich sehe es ein, wenn man nichts sieht, dann sieht man eben nichts. Kann ja mal gucken, ob ich damit noch was anstellen kann. Nee, natürlich nicht. Stacken, ja, aber das war's. Nee, Nägel verschwenden will ich nicht. Organischer Abfall geht gerade nicht. Holz, Schnüre, Federn. Federn. Werkzeug brauchen wir auch. Und Holz ist hier. Ich weiß nicht, was ich brauche. Warte mal. Was ich jetzt auf jeden Fall nicht brauche, sind die beiden Sachen noch. Schnüre aus Metall macht man mit der Zange und mit dem Hammer und mit dem Ding. Ich stell einfach noch Rattenfallen hin. Das ist Sicherung der Lebensgrundlage. So, das brauche ich auf jeden Fall und das. Ich weiß jetzt nicht, warum es bei Tierzucht steht, weil eigentlich ist es eine Tierverarbeitungsanlage. Wie eine Tiertötungsanlage. Schnell noch Ernährung sichern. Gut, dass die stacken, ne? Wir stellen jetzt mal Rattenfallen auf. Das ist unser zweiter Kühlschrank. Die Sicherung unseres Überlebens. Tote Ratten in der Falle gammeln nicht weiter. Ich mach's wieder so wie das letzte Mal. Die paar Sachen lasse ich drin. Die anderen Sachen packe ich zurück. Werkzeuge, die ich nicht brauche. Eisen. Das war bei mir. Schnüre und die. Hat schon Durst hat der Mann. Oh, wir haben kaum noch zu trinken. Naja. Ich würde jetzt sagen, da muss er durch, aber. Ich weiß auch immer noch nicht, wie man die Stacks hier teilt. Einen Tee nicht vergessen.
So, 7.48 Uhr ist eine schöne Zeit, um rauszugehen. Ich brauche noch Baumwolle. Was? Ich passe hier nicht durch. Hey, so dick bin ich nicht. So, 4 Stück ist besser als nichts. Und ich habe das Werkzeug liegen lassen. Na gut, dass mir das hier aufgefallen ist, ne? Da fällt mir auf, dass ich was reparieren muss. Also nochmal alle raus und du rein. Und dann wieder rein. Und du dahin. Boah, ist das ein Management, ja. Es gibt viel zu tun. Ach cool, die Raben kommen. Hi. Frisst mich nicht. Hehe. Oh, Kürbissamen. Wie freut mich das? Schön, wieder eine neue Frucht, die wir anbauen können. Allerdings nicht jetzt. Das ist auch eine von den effektiveren Lebensmitteln. Eins von denen, was länger satt macht. Hier haben wir eins, da haben wir 20. Egal, ich denke jetzt nicht drüber nach. Ich packe jetzt noch die Rattenfallen. Na gut, da jetzt vielleicht nicht. In Sichtweite. Meine Tiertötungsanlage. Oh. Nein, sagt nicht, ich komme hier nicht raus. Ich hab doch kein Dings mehr mit. Wie komme ich denn jetzt hier vorbei? Ach so, Rum, oh Gott. Ich dachte gerade, ich komme da nicht mehr raus. Es ist also gefährlich, die Rattenfallen neben sich aufzustellen. Mann. Ich dachte jetzt echt, ich bin da jetzt verloren und muss die Aufnahme beenden. Oh Gott. Könnt ihr euch vorstellen, dass mir gerade das Herz so ein bisschen in die Hose gerutscht ist? So Angst und so. Ich bin für große, aufregende Sachen nicht geeignet. Jetzt ist es gleich um 10. Meine Güte, nichts geschafft heute. Komm schon, eine Ratte grillen kann auch nicht so lange dauern. Das schaffst du schon. So, den Wasserkanister müssen wir dringend füllen. Trinke jetzt mal, aber. Okay. Hat nichts verbracht, ich hatte sowieso keinen Durst mehr. Dann packe ich hier das Fell rein. Hier brutzelt was. Den muss ich nachfüllen, den auch. Und dann kann ich auch gleich die kleine Flasche noch, die ich hier irgendwo habe. Mich konzentrieren. Ich habe jetzt mein Werkzeug. Ich wollte erstmal das Feld machen. Bevor ich es vergesse, sollte ich das echt dringend tun. Das war gerade eine Mahnung an mich selber. Hör auf zu trödeln und mach einfach. Und danach kann ich immer noch Wasser holen. Wie gesagt, wir brauchen dringend die Fäden und da brauchen wir ein paar von den Baumwollteilen. Jetzt auf zum Brunnen, nicht wahr? Und auf dem Weg dahin nehmen wir noch mit, was wir finden. Cool, noch mehr Brunnen.
Ach, ihr seid so brave Bäume. Ich mache ein bisschen Gras weg und ihr belohnt mich dafür so. Schaut euch die Ernte an. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade anbaue. Ich krieg Bohnen, ich krieg Tomaten. Gut, ich habe nicht von jedem 5 Stück, aber es ist doch echt Luxus, oder? Deswegen sind Ulmen meine Lieblingsblumen. Blumen, ja. Meine Lieblingsbäume hier in dem Spiel. Was soll ich denn mit irgendwelchen komischen Ahornsachen? Da kriegt man auch immer nur irgend so ein komisches Gemüse. Gut, man kriegt viel davon. Muss man ja mal sagen, ne? Wenn man Ahorn anbaut, dann kriegt man immer ziemlich viel von dem, was da wächst. Aber der hier war auch gut drauf. Der Baum. So. Nimm die Grasbüsche mit. Meiner Meinung nach Hälfte Nadelbäume, Hälfte Ulmen. Und dann möglichst weit südlich irgendwie so eine Art Anbaufläche für die komischen neuen Eichen. Und schon hat man hier gar keine Sorgen mehr. Man hat den Thymian-Tee, man hat genug zu essen, man kann sich die Pilze machen, man kann sich die Tomaten machen, die Bohnen, die man hier findet. Man muss im Grunde nicht mehr oft anbauen. Wenn man die Bäume stehen lässt. Wenn ich die jetzt jedes Mal weghacke, dann spawnen die ja kein neues Gemüse nach. Können sie ja nicht. Dann wachsen die ja wieder über eine Woche oder so. So. Jetzt weiß ich gar nicht, die Pilze gehören die zum linken oder zum rechten Baum? Sieht aus, als würden die zum linken gehören, ne? Hey, hast du keinen Platz? Hm. Aber hier haben wir nur noch eins. Die Stöcker, ihr wisst. Die Stöckchen sind mein. So, was habe ich denn Schönes dabei jetzt? Das muss ich loswerden. Aber wenn wir schon hier hinten sind, gehen wir auch zum Brunnen, so wie vorgehabt. Inzwischen ist hier auch die Fläche frei. Speichern mal nicht, dass ich irgendwas übersehe. So, ausrüsten. Und schon haben wir uns mal knapp 1000 Liter hier rausgezogen. Reicht locker. Ich glaube, ich habe noch nicht ein einziges Mal den Brunnen richtig leer gemacht. Also in diesem Spielstand nicht, aber auch in dem anderen, wo ich schon deutlich weiter war. Er ist einfach nicht gebraucht. Vielleicht ganz am Anfang, wenn man zu wenig Wassersammler hat und auch noch nicht diese großen Bottiche gefunden hat, da kann man ja nicht so viel mitnehmen. Dann muss man öfter mal gehen. Aber ihr seht ja, ich bin ganz gut hier ausgerüstet. Ich kann mich nicht beklagen. Ausrüsten. Eine Tomate kommt hier rein. So, zeigt mal her. Bohnen habe ich hier nicht mehr. Die Tomate kann mal hier rein. Das packe ich jetzt auch mal hier rein. Oh, die stecken schon gar nicht mehr, meine Güte. 25 Tage und 24. Dann machen wir einmal Suppe. Und das packen wir zurück. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so viel Thymian habe, dass ich den anderweitig einlagern muss. So. Dann kommst du hier mit rein. Und hier in den
In diese Schüttelmaschine können wir auch noch was reinpacken. Wo ist denn unser Kram? Wir haben doch eigentlich immer ein bisschen. Nee, haben wir nicht. Hier, das Wasser können wir auch mal abzwacken. So, ein Seed. Werkzeuge sind eigentlich immer nach links. Schade, dass man die Position nicht festsetzen kann. Oh mein Gott, so viel zum Nachdenken. So, was stellen wir hier Schönes an? Wir haben wieder genug Zeug. Super. Nee, da sollst du auch stecken. So, zweimal können wir machen. Dann stecken wir das auch gleich rein. Und wenn es noch nicht zu spät ist, gehen wir nochmal in die Stadt. Bisher sieht es ja gut aus. 15 Uhr ist noch nicht so mega spät. Ja. Du gehst zurück. Du gehst zurück. Wasser muss ich abkochen. Das darf ich jetzt nicht vergessen. Dann koche ich lieber die größere Portion, ne? Versteht ihr, ja? Und das geht nicht, weil jetzt was drin ist, richtig. Okay, dann habe ich erstmal das zu trinken mit. Ausrüsten. Wir werden schon nicht verdursten. Ich lasse ja immer überall meine Lebensmittel liegen in irgendwelchen Autos. Da kann schon nicht so viel passieren. Die Blumen können wir noch anpflanzen. Die Dinger brauchen wir nicht. Ah, hier ist was, Sette. Da sind doch die Tonstückchen, die ich gesucht habe. Die kommen jetzt aber hier rein. So, die können wir eigentlich auch nachfüllen. Ich nehme mal die doch mit. Durst. So, den können wir hier lassen. Und der halt auch nur noch drei. Ich gehe jetzt mal ohne was zu trinken los. Kann ja nicht so schlimm werden, oder? Nee, doch. Haha, ist ja schon fertig. Geil. Egal. Wir machen uns jetzt auf die Socken. Keine weitere Müdigkeit vorschützen. Ist das hier schon ungefährlich? Ja, sehr gut. Hat sich auch gleich gelohnt, dass wir hier lang gegangen sind. Wir finden wieder Eisen und wir brauchen Eisen. So. Ich hake mal noch ab, was hier noch so wächst. Das versperrt uns ja die Möglichkeit auf Eisen. Ich weiß, jemand anders würde sich jetzt vielleicht über die Heilpflanzen hier freuen, ich mich aber nicht. Muss mal gucken, was wir mit den Magen haben. Bestimmt auch eine Suppe. Ja, Käfer, von dir wollte ich nichts. Aber ich mag es auch nicht, wenn du mir zu nahe kommst. So, okay. Ich gehe mal lieber nicht zu nah ran, ihr wisst ja. Salbei. Seine medizinischen Tugenden sind bekannt. Also bei mir jetzt nicht so. Salbei-Tee ist für empfindliche Mägen ganz gut. Mir fällt mir dazu auch gerade nicht ein. Hier sind Steinvorräte. Ist wieder Ton, den können wir ja gebrauchen, haben wir festgestellt. Steine im Moment jetzt eher nicht so. Was denn, Bruder? Du sollst ja nicht die Erde umbuddeln.
Die Bäume hier brauchen ein bisschen Anlaufzeit. Die geben wir ihnen mal. Das ist noch zu wenig, ne? Da sammle ich noch ein bisschen. Ein Eichhörnchen. Oh, wie süß. Mit Ketchup schmeckt's ganz lecker. Komm her. Oh, apropos Ketchup. Es ist in Wirklichkeit 13.31 Uhr und ich habe Hunger. Also ich würde jetzt keine Eichhörnchen essen, jedenfalls nicht, wenn ich nicht echt richtig doll Probleme hätte, sonst Essen zu finden. Aber ansonsten käme ich nie auf die Idee, ein Eichhörnchen zu essen. Mist, da kommt man ja nicht lang. Du hast auch noch schöne Steine, gib mal alle hier. Ui, ich bin müde. Na, dann hacke ich mal nichts ab, was ich nicht unbedingt brauche. Nein, das muss ich verstauen. Ich kann es nicht loswerden. Okay. Nee. Meine Güte, nur die Sachen, die haltbar sind, wegpacken. Merkt ihr das doch mal. So. Wir können ja nochmal speichern. Bevor ich hier drauf gehe, will ich noch versuchen, ob ich schaffe, das hier mitzunehmen und nach Hause zu kommen. Okay. Wenn ich es nämlich nicht schaffe, gehe ich direkt hoch. Also dann muss ich nochmal neu laden, ja klar. Aber dann werde ich weniger Zeit verbrauchen. So, ausrüsten. Ausrüsten. Okay. Kann ich das Blümelein hier noch anpflanzen? Hier unten wäre gut, ne? Okay, jetzt muss ich mich aber wirklich sputen. Ich denke mal, da unten die Blumenwiese, die wird uns noch ein bisschen Platz verschaffen. Ich hoffe, die breitet sich ohne Ende aus. Und hier... werde ich mal noch Zeug in den Rüttler geben. Geht gar nicht. Okay. Aber Essen anmachen geht. Einmal schlafen gegen 16 Uhr. Meine Güte. Oh, es sind schon wieder 20 Minuten voll. Dann muss ich die Folge jetzt leider mal beenden und wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Bionalu. Ciao.